Hallo, herzlich willkommen. Heute würde ich Ihnen sehr gerne von Susanne Abels Stay Away from Gretchen empfehlen. Stay Away from Gretchen war für mich ein ganz besonderes Buch, weil es mich halt auch teilweise sehr betroffen zurückgelassen hat. Ich werde Ihnen mal was darüber erzählen. Es geht um einen Kölner Nachrichtensprecher, der ein relativ sorgloses, bequemes, gutes Leben führt. Der hat eine über 80-jährige Mutter und diese über 80-jährige Mutter fängt an, vergesslich zu werden. Das geht so langsam in Richtung Demenz. Und anfangs sieht Tom, dieser Nachrichtensprecher, das nur als so eine ärgerliche und zeiteinnehmende Geschichte an. Aber irgendwann merkt er auch, dass seine Mutter sich ihm in wachen Momenten öffnet und er vor allen Dingen mitbekommt, dass er aus der Vergangenheit seiner Mutter sehr, sehr viele Dinge gar nicht wusste und gar nicht einordnen kann. Und so erfährt er von der Kindheit und Jugend seiner Mutter in Ostpreußen, von der Flucht. Die Familie wollte dann zu Verwandten nach Heidelberg und dort kommt sie auch an. Und in Heidelberg war zu dieser Zeit die US Army diejenige, die die Gesetze inne hatte. Und ja, es kommt dazu, dass sich Greta in einen afroamerikanischen GI verlieben wird. Und das ist natürlich zu dieser Zeit eine unmögliche Liebe gewesen. In der US-Armee war dieses Gretchen, das war der Begriff für deutsche Frauen, mit denen man sich nicht einlassen sollte. Und deswegen wurde in der Armee halt auch immer gesagt, stay away from Gretchen. Und genau das passiert ja jetzt. Und durch einen Zufall findet Tom in irgendeiner Kiste, wo er etwas sucht, ein Bild von einer von einem dunkelhäutigen kleinen Mädchen. Und dann denkt er, oh la la, hier ist mir aber eine Geschichte nicht wirklich zu Ende erzählt worden. Und damit fängt er an, selber zu recherchieren. Und merkt, dass seine Mutter ihm doch noch nicht alles erzählt hat. Es geht in diesem Fall klar darum, sie hat mit ihrem afroamerikanischen Freund ein Baby bekommen, ein uneheliches Kind, zu der Zeit sowieso eine Unmöglichkeit und dann auch noch von einem afroamerikanischen Soldaten. Das ist schon zweimal unmöglich. Und die Geschichte der Brown Babies in Deutschland, das ist keine, die schön war. Und das geht jetzt ziemlich unter die Haut, was Susanne Abel da erzählt. Da bin ich auch wirklich auf viele Dinge gestoßen, die ich selber gar nicht wusste, wo ich noch nichts von gehört hatte. Für mich ist es ein Buch, was zum einen mal einen hohen Unterhaltungswert hat, zum anderen aber in seiner Historie wirklich sehr tief geht. Und von daher eins meiner Lieblingsbücher in diesem Frühjahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie es auch lesen würden.